ist ja, wie sie einfach kein Leben hat und einfach irgendwie gar nichts macht und irgendwie freut sie sich immer wegen gar nichts gerade. Und irgendwie spinnt auch gerade wieder alles rum. Ich weiß nicht warum. Aber naja, und hier sind so viele Blümchen. Weißt du was, mein Fräulein? Du kannst du gerne mal alle einsammeln hier. Schmuckkörbchen nicht ansehen. Du sollst sie einsammeln, verdammt. Sammel die ein. Pflücken und Bartnelke pflücken und kurzlebige Kokardenblume pflücken. Schnapp sie dir alle, würde ich mal sagen, nicht wahr? Was ist das hier eigentlich gerade genau? Zünden. Ja, bitte. Aber sowas von. Zünden mal einfach alle. Ich meine, die sind hier, also müssen sie auch benutzen, nicht wahr? Und ich höre sogar Musik. Und einen Moment kurz. Ach ja, wie schön es hier eigentlich ist. Der Mond spiegelt sich im Wasser. Ach, obwohl er gar nicht so aussieht, aber er spiegelt sich trotzdem wie so ein voller Mond. So, und knall die Zünder! Los, ich will sehen, wie das aussieht. Oh, ich bin mal hier. Hallo? Ja, und? Warum spinnt das eigentlich gerade so rum? Oh. Ja, hi, und? Wie sieht's aus? Ah, oh, wie schön das ist. Oh mein Gott. Was soll das eigentlich darstellen? So aus wie so ein weibliches, pinkes Pferd. Und noch mehr, komm, komm. Das sieht so schön aus hier in diesem Himmel. Es ist so wunderschön, ich glaub's nicht. Zeig mir noch mehr von deinem wunderbaren, Körpern. Huch. Ging wohl irgendwie nicht so wirklich. Was ma... Ja, du scheiß Pechvogel, mach das mal schöner. Die Zuschauer... Ah, oh, wie schön, dass hinten dein Wasser spiegelt, ihr Gesicht. Richtig wunderschön. So, gehst du bitte auch hoch. Weil es sieht auch so wunderschön aus, wie es einfach oben explodieren, nicht wahr? Komm schon. Richtig schön. Alter, ernsthaft jetzt? Wo ist es? Ah, da oben! Ah, das hat es nicht richtig gesehen. Der Ritt auf einem Besen ist die einzig wahre Art zu reisen. Aha. Wie schön für dich. So. Ja, hast es bald mal. Was macht ihr da hinten eigentlich noch? Wartet ihr darauf, dass es weitergeht? Tai! Oh, es geht. Was? Geht's los? Es sieht so wunderschön aus, ich. Ja, hallo? Wow, was war das denn jetzt? Aber schön. Also irgendwie spinnt das hier so ein bisschen rum, ne? Muss ich mal ganz ehrlich sagen. So, gucke ich schon mal in den Himmel, bevor wir irgendwas verpassen. Und bestimmt gucken wir jetzt in den Himmel und dann passiert es unten. Ich wette es. Ich wette es? Nein, doch nicht. Da ist es. Ah, und es. Ach, ist das schön. Ein guter Abschluss für einen sehr erfolgreichen und wunderschönen Tag. Mit unserer tollen Familie. Wo ist sie hin? Hallo? Ach, da. Ja, okay. Wie geht's euch eigentlich so? Nö, kein Bock. Okay, und du willst unbedingt mit Mercedes. Ich dachte, das ist vielleicht Mary oder so, aber nein. Mercedes mit Darren. Ach, als ob du Freunde hättest. Was machst du? Mit Magie spielen. Du könntest eigentlich mal. Guck mal. Villa geht nach Hause. Scheiße. Machen wir einmal eine Wasserschlacht mit allen, die hier sind. Ach, kommt schon. Sogar auch mit. Wow, der hat einen coolen Namen. Und Willa geht nach Hause. Nein, er bleibt hier. Ganz sicher bleibt er hier. So, und ihr hältst ihn für langweilig. Also, hallo, die Diva, kannst du nicht für langweilig halten? Weil er einfach super cool ist. Sogar sein Gang ist, divahaft. Divahafter als deiner. Oh, guck mal, komm zurück. Nur weil wir eine Wasserschlacht machen wollen. Das ist ja so schön. Es kann auch einfach mal hier weggehen. Ja, schön. Was wird denn bitte schlecht? Geh bitte weg. Was ist denn bitte schlecht geworden? Ach, bestimmt die... Sind das deine Äpfel, die schlecht geworden sind? Wo ist nochmal da? Apfel, Zauberstab. Ey, Hotdogs! Und das gelbe Blumen und Grußkarten und Lose und Fotostreifen und das Ungeheuer hast du auch. Und wie schön sie da einfach mit den Wasserbomben spielen. Ich meine, seht euch diese Truppe an. Sie sind beste Freunde. Sie sind echt, sie haben auf jeden Fall sehr... Oh, das tat weh. Das tat weh. Mega ausgewichen hier. Wow, also langsam, ne? Erster Tag, ne, zweiter Tag und sie haben schon jede Menge. Oh, das war in your face, du scheiß Mercedes. In your face. Und sie lacht immer noch, oh mein Gott. Ja, Leute, wie lange wollt ihr eigentlich noch hier so? Ihr seid ziemlich laut, ne? Ich glaub, lauter als ich. Wow, das war mal. Wow, die haben voll die Moves drauf, fällt mir gerade auf. Aber sie brüllen die ganze Zeit doch ziemlich doll rum. Ja, Leute, es reicht jetzt langsam auch mal.
Was hast du eigentlich in deinem Inventar? Wildblume, Nelke. Sie ist selten, wie schön. Du hast ein Auto bei dir, ist ja auch super. Du hast, und was hast du bei dir? Gar nichts. Gar nichts. Wie schön. Dann können die alle nach Hause gehen. Ganz ehrlich. Denn, ich weiß, oh, du hast ein bisschen Hunger, fällt mir auf. Nein, hört auf zu werfen. Das sind nicht eure Freunde. Deine Nachbarn sind ein wichtiger Bestandteil. Bla, 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 bla. Später, später. Also eigentlich nie, aber ich drücke irgendwie immer auf später. Was willst du eigentlich unbedingt? In der Familienspaß-Wasser-Arena spielen? Nein. Feuerwerkskörper anzünden, das könntest du irgendwann mal machen. Nein, kriegst du nicht als Freund. Das kannst du gerne mal tun. Nein, das darfst du nicht machen. Sie möchte auch mal unbedingt dahin. Dann könnten wir vielleicht morgen mal dahin gehen. Aber auf jeden Fall hat der gute Jan. Ja, geht mal nicht so. Komm, komm. Sei cool. Obwohl das eigentlich eher für Jess ist. Und das ist genau nebenan, ey. Da könntet ihr auch einfach hinspazieren. Aber nein. So, Reste essen, Macaroni mit Käse. Wasser ist zubereiten. Nein. Treffen. Der gute Herr, ich will mal ganz kurz gucken, ob man hier irgendwo einen coolen Job haben kann. Denn er wollte unbedingt, dass er Manager wird, aber irgendwie denke ich nicht, dass das klappt. Also Partymanager. Bildungskarriere starten, natürlich, warum denn nicht? Wo könnte man denn coole Jobs? Rathaus, Politikkarriere, für Zukunftsplanungsfonds, Spenden, Rettungsschwimmer, Rathaus besiegen, Grußkartenfotos, nein. Militär natürlich. Kommandozentrale besichtigen. Nein, danke, Polizei. Ermittlerkarriere auch nicht. Auch scheiße. Bildungskarriere. Man kann Lehrer werden. Das ist natürlich auch. Lottoschein kaufen. Komm, wir kaufen einen Lottoschein. Was kann man denn noch so machen? Schönheitsoperation unterziehen. Wegen Labilität. Wegen Zeitkrankheit. Ach so, das gibt natürlich Wissenschaftskarriere. Geisterjäger. Okay. Gott, das gibt so viele Sachen und ich weiß nicht, da ist die Feuerwehr, das wollen wir aber auch nicht machen. So viel, was man machen kann eigentlich. Wirtschaftsjournalismus ist auch nicht wirklich so das, was wir haben wollen. Bräunung aufsprühen, was? Natürlich, Packung massiert werden, nee. Was kann man denn so tun? Karaoke, nee, alles für die Partylagerhaus. Das könnten wir uns natürlich mal kaufen, wenn wir so viel Geld haben. Na, hier kann man nicht so wirklich dann einen Job haben, ne? Ich werde noch mal sehen, was er so machen könnte. Auf jeden Fall, oder sich jetzt einen Lottoschein. Und was machst du so, Fräulein? Gut, du gehst schlafen, denn sie soll keinen Job haben, sondern so eine Hexe sein, die halt Hexensachen macht und eine Hexe ist. Und sie guckt aus dem Fenster. Fräulein, das hatten wir schon mal. Ich finde das nicht sehr nice, wenn du das machst. Lass den Beruf einen Job suchen. Sie sollte nämlich, Moment. Oh nein, nein, die Waffeln, sie sind schlecht, die müssen wir unbedingt recyceln. Denn, was, ja, schöne Zeitung hast du da, Fräulein. Sehr schöne Zeitung. Warum spinnt das gerade so rum? Was habe ich getan? Musik, nein. Lockvogel, Küchenmädchen, Fan, Zeitungsmädchen, Lockvogel. Müssen wir später mal gucken, ich weiß gerade nicht mehr genau, welcher Job das war. Gucken wir morgen aber nochmal nach. Und, joa, es ist schon 1 Uhr morgens, Leute, ihr könntet eigentlich mal schlafen gehen, aber... Naja, warum denn nicht, ne? Du schläfst dann bitte schön in deinem Bett und du gehst nach Hause und dann kannst du euch auch mal schlafen gehen. Und meine Stimme kackt gerade so ein bisschen rum. Um Kissenschlacht bitten? Ja, bitte. Nein. Du hast aber auch ein... Oh, okay. Ja, was ist jetzt mit meinem Los? Habe ich das nicht irgendwo bekommen hier? Egal, häng mir erstmal so ein paar Fotos auf. Zum Beispiel... Hallo? Hallo? Ich möchte das eigentlich aufhängen. Ja, genau. Oh. Oh, das ist ja ein Kunstwerk geworden, Tai. Was war das gerade für ein Geräusch? Keine Ahnung. So, der Tai von hinten, der nachdenkliche Tai, der laute Tai und der fette Lippentai. Das ist natürlich mega erotisch, wollte ich nur mal so anmerken. Hallo, meine Maus spinnt mal wieder so rum. Das können wir echt mal unten beim Essen hinstellen. Das könnt ihr mal so ein bisschen pennen. Können wir hier so hin... Alter, meine Maus will das irgendwie voll nicht machen. Sie hat voll keinen Bock drauf. Hallo. Okay, es scheint mal wieder rumzuspinnen. Jo, Leute, keine Ahnung. Irgendwie steht mein Spiel voll nicht darauf, wenn ich auf schnell mache. Ich weiß nicht warum, also darf ich das irgendwie nie tun. Das ist natürlich echt uncool. Okay, dann schneide ich, bis es weitergeht. Oh yeah, jetzt haben wir auch mal endlich richtig coole Musik mit so einer richtig geilen Anlage, ey.
Wer bitte schon sowas? So eine Katze, ja? Tja, wir haben es hier voll Kawaii und so. Mit geiler Katzenmusik und... Oh, Jess, Hilfe. Jess ist natürlich erstmal runtergerutscht und muss natürlich zuerst mal fressen. Was tut man auch als erstes? Genau, wenn man aufwacht, sofort was essen. Mache ich das auch immer. Ach ja, das gleiche wie vorgestern. Ist das nicht geil? Es gibt, es wird niemals was Besseres geben als diese leckere Macaroni mit Käsesuppe neben. Hier sind ja noch Reste drin. Oh Mädel, willst du hier echt essen? Ess doch lieber draußen. Draußen ist es viel schöner. Oh naja, nur hier hast du diese wunderbare Musik. Und nur hier werden wir dich jeden Tag und jede einzelne Sekunde in deinem Leben beobachten. Mit ekligem Gestank vom Gesicht. Ach du Scheiße. So, was machen wir denn heute? Ja, Titan findet... Wow. Das verdorbene Essen in seinem Inventar. Absolut widerlich. Das ist ja überhaupt nicht verständlich. Hier, Hotdogs sind ein bisschen schlecht geworden. Ja, die können wir gleich mal eigentlich... Ach, kann man nicht mehr weg? Doch. Ha, kann man sogar gleich... Oh, ich bin gegen das Mikrofon gekommen. Ich wollte sagen, das kann man auch gleich eigentlich wegschmeißen. Ach, hier haben wir noch mehr Bilder. Fällt mir gerade auf. Ja, hier, da erkennt man so viel, wenn man es dahin macht. Bitte was? Wie ist das denn passiert? Jetzt müssen wir woanders irgendwo hinstellen. Auf dem Klo. Auf dem Klo jedes Mal, wenn man pinkeln muss, einmal schön die beiden angucken. Genauso stelle ich mir das vor. Also ich meine, die beiden haben es echt drauf. Was auch mal Jess da eigentlich macht. Aber es sind doch schöne Fotos geworden. So, Jess. Weißt du, was wir heute machen? Ja, du kannst gerne baden. Das ist mir eigentlich voll egal. Wir haben noch eine Grußkarte. Wir haben so viele Sachen. Und Lose haben wir auch noch. Oh mein Gott. So, wir essen als nächstes wach. Du bist als nächstes wach. Dann kannst du gerne mal aufstehen. Gut, und dann kannst du auch gleich mal nach deinem Job suchen. Irgendwie hier, oh Gott, unglücklich. Heute ist definitiv nicht der Glückstag von Mary. Dieser Tag kann nur in die Hose gehen. Nein. Was, so ein Scheiß aber auch. Naja, damit muss sie jetzt leben, weil sie ein kleiner Pechvogel ist. Ja, 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 so wurde sie geboren und sie wird sie ewig weiterleben, auch wenn es ziemlich creepy klingt. Aber egal. So, du duschst noch, meine Liebe, danach kannst du auch gerne mal aufs Klo gehen. Aber wenn ich das Zeug mache, nee, dann... Musik, Journalismus, Verbrechen, ja. Wir bräuchten irgendwie mal ein PC. Ach, hier oben haben wir einen Fernseher. Ach, hier haben wir einen PC. Wie cool, wie cool, wie cool. Jobs und Berufe, Jobs suchen. Nicht du. Ich meine Mary. Mary soll sich einen Wetterdaten anrufen. Ja, bitte. Jobs und Berufe, Jobs suchen. Wie viel Grad haben wir eigentlich? So, 23 Grad. In 5 Tagen ist Herbst. Scheiße, ihr müsst mal die Sonne genießen. Meine Lieben, die Sonne, sie ist bald wieder weg. Ich meine, du bist noch nicht, wow, du bist noch nicht rot genug. Hi! Ne? Ein bisschen röter kannst du noch gerne sein. Mittwoch soll's... Ach, das ist ja schön. Ach, guck mal, Freitag, höchstens 38 mit mittlerem Regen. Wie schön. Also, darauf würde ich mich schon echt freuen. Ach ja, heute haben wir übrigens auch echt schönes Wetter. Ich finde, Oh, am Veranstaltungsort Sommerfestgelände Park Werde beginnt ein Sinnfest. Nein... Podium, nein, Zeitungsmädchen, Lockvogel, Spielplatzaufsicht, Küchenmädchen, Moment mal. Wo war denn das nochmal? Wo war denn das nochmal? Jobs und Berufe, eine Traumkarriere finden. War das vielleicht... Wow, wow, wow. Innenarchitektin, Belauscherin, nein, aufstrebende, Zauberlehrling, Zauberkünstler, es wird immer spannend und unvorhersehbar sein, dem Vater Magie und der Illusion zu folgen. Bringe große Massen und kleine Kinder mit der Logik trotzdem Tricks zum Staunen. Die Liebe zum Unbekannten und das Ausblenden von Gefahren bilden die Grundlage auf dem Weg zum Zauberkünstler. Das ist natürlich auch cool. Müssten wir uns mal angucken. Joa, Mädel, weißt du was? Dann gucken wir einfach mal hier. Da ist ein Fest. Die Show ansehen. Ist das schön. Mit dir gehen wir erstmal einen Job besorgen. Ich glaube, nämlich das war... Wo ist denn das jetzt? Hier, ne? Wissenschaftliches Labor? Wissenschaftskarriere, glaube ich, ne? Kann das sein? Kann das sein? Ich denke mal schon. So, sollen wir... Was ist das denn? Hilfe! Ach, das ist ein Vampir! So, Leute, jetzt habt ihr mal einen Vampir gesehen. Dieses reizende Wesen ist ein... Hilfe, was ist denn hier los mit den ganzen Bugs? Hallo? So, das ist ein Vampir. Sieht man diesen Ding da am Hals, an diesem Biss? Und ich frage mich gerade echt, was diese Dinger hier eigentlich sollen. Oh, ich habe mich wieder geschlagen. Ich meine, das... Ach, hier ist eine Show. Wie geil, geil, geil. Und hier ist mal wieder unsere tolle Fee Sadie. Ja, Sadie, Mason, Yolanda Lemon kennen wir auch noch. David oder Saved Mayer, Chris, wie auch immer die heißt, keine Ahnung, ist mir scheißegal. Das ist Aurora, aha. Und das ist die Seite, die ich überhaupt nicht leiden kann. Wollen wir hier mal die Show ansehen?
Ja, Testobjekt, genau. Aber ich glaube, Versuchskaninchen war das doch. Ach, egal. Obwohl ich das eigentlich auch spannend finden würde, wenn sie Zauberkünstlerin, Straßenkünstlerin wäre. Das wäre doch auch mal was. Was macht sie jetzt rangehen? Ah, sie hat Freunde, wusste ich ja natürlich gar nicht. Nein, das wollen wir nicht machen. Hör mal auf. Sie, Journalismus, nein. Bildung will sie also irgendwie auch machen. Simon Veranstaltungsort Bergen. Was? Ah, ja, natürlich. Jetzt macht sie die Lehre des Lebens betrachten. Nein, wir schauen lieber die Show an. Ja, komm schon. Und was macht er eigentlich so? Er schaut Fernsehen. Ey, weißt du was? Komm hier hin. Verdammte Scheiße. Du wirst nicht den ganzen Tag vorm Fernseher verbringen. Was? Oh. Oh, sie stinkt. Oh, jeder macht sich darüber lustig, oder wie jetzt? Nein, sie stinkt wirklich. Hat sie sich in die Hose gemacht? Denn ist eine Pfütze. War sie das? Oh mein Gott, das geht gar nicht. Und sie fängt schon längst an. Und keiner achtet auf sie, weil sie die ganze Zeit mit... Was machst du da? Bist du gemein? Von Magie schwärmen. Was geht da noch? Das ist ja noch voll nett von dir. Hier könntest du mir zum Beispiel Versauerung für einen Glückszauber, damit sie... Nein, es läuft sie weg. Okay, schade. So, wollen wir mal sehen, wie sie singt. Ich finde, sie singt natürlich echt... Sie ist ja echt... Oh mein Gott. Mädel, ich weiß ja nicht, ob das gesund ist, wenn man so... Wenn man einfach das macht, was du gerade machst. Okay, diese Moves, Leute. Diese Moves sind natürlich echt super. Okay, alles klar. Kann man nicht irgendwie auch... Natürlich... Oh, was? Ich dachte, ihr mögt euch. Ich wollte gerade sagen, erstmal gehst du zu Sadie oder was? Oh, da ist Mary. Hi, Mary. Aber ich dachte, ihr wolltet angesprochen werden. Nein, du musst mit Sadie sprechen. Über die Hitze reden. Komm, re nein. Ge Hallo, gehst du mal weg? Geh mal weg, du. Ich würde gerade sagen, sie ist hier ein Vampir. Aber nein, sie ist eine Fee. Kann man sehr schlecht erkennen. Aber sie ist das einfach. Hat sie zwei Gesichter? Sie hat zwei Gesichter. Warum hat sie zwei Gesichter eigentlich? Ach, wegen diesen Musikdingens da hinten. Alles klar. Hast du toll gemacht. Applaus für dich. Ja, ich kann dich leider nicht sehen. Tut mir leid. Da kann ich auch nichts für. Ich will unbedingt sehen, wie die beiden sich so verstehen. Oh, ihr seid ja gar nicht... Ihr seid gar nicht mehr befreundet. Wart ihr überhaupt mal befreundet? Ich weiß es nicht. Nach Schulhymne fragen, was auch immer das heißt. Mary, alles gut bei dir? Ja, das ist schön. Super. Ah, ja, ihr versteht euch wirklich gut, was? Alter, wie weit das noch umgeht wegen einem Chaka? Was? Partner ist Witch? Ist hier Witch irgendwo? Moment, ich muss Witch suchen. Ich kenne Witch, Charlie, Steve, Bryce und wer ist das? Holly? Ach, sie hat uns angelogen. Eigentlich hat sie gar keinen Freund. Hallo, hör auf mit... Leute, romantisch. Wir wollten ihr noch die Blumen geben. Das freundliche Gelb. Das freundliche Gelb wollten wir ihr noch geben. Schwimm mal nicht so rum hier, bitte. Ey, was? Hallo, ich hab dir... Willst du mich verarschen? Ich hab dir freundliche Blumen mitgebracht. Warum willst du die nicht an? Du bist doch echt eine dumme Sau. Ganz ehrlich. Die Show ist natürlich jetzt nicht so der Hammer, weil die ganze Zeit nur singt. Ah, nein, es kommen coole Sachen. Guck mal, das ist cool. Yay. Das könnte natürlich auch Teil werden. Also gar nicht so schlecht aus. Hi, was geht denn? Los, Applaus, hier. Müsst ihr so ein bisschen anspornen, damit er richtig geile Tricks macht. Ah, ja. Wow, hi. Ja, bei einer Frau wäre das natürlich cooler. Na? Da hinten läuft gleich eine Schildkröte lang. Guck mal, da ist eine Schildkröte da hinten im Hintergrund. Oh, eine Schildkröte. Oh, wie schön. Geh mal aus dem Weg. Ah, genau mit der Blume da hinten. Wie süß. Ja, okay, du bist wieder dran. Was ist los? Ja, er geht natürlich voll ab. Wo sind die ganzen Menschen eigentlich hin? Ach, da. Hi, Jess. Ich bin gerade eben so mega rum. Hast du immer so gute Laune? Ich würde gerne etwas Zeit mit dir verbringen, um dich besser kennenzulernen. Eieiei. Oh, du denkst also an Jess, während du die Messer jonglierst. Das ist natürlich sehr süß. Das kannst du dich ja gleich mal in den Rand schmeißen. Jess, wie heißt er eigentlich? Bestimmt Witch, ne? Jay. Den Namen kann ich mal... Wirf etwas auf die Bühne. Oh mein Gott. Blumen. Komm. Wirf eine Kuhpflanze. Sonnenblume. Und danach werfen wir eine... mit Fackeln jonglieren. Ja. Und danach kannst du natürlich auch, Moment, auf die Bühne werfen noch natürlich, nochmal Blumen, nämlich eine Kuhpflanze werfen wir rauf. Komm schon, wirf eine Kuhpflanze, wirf! Hast du geworfen? Ey. Und noch irgendwas, komm, wir müssen noch irgendwas werfen. Essen. Werfen wir eine Saftpackung, komm schon.
Los, Jazz, auf die Bühne damit. Er macht gerade deinen Wunsch, ja? Wir müssen nochmal etwas auf die Bühne werfen. Komm, irgendwas, Akrobat dazwischen rufen, schnell! Damit du deine Aufmerksamkeit hast. Jazz, komm schon! Ey, nein, er ist gut. Nicht dazwischen rufen. Ich meine, die Show ansehen. Auch dazwischen zu rufen, Mann. einen Wunsch äußern. Dann könnte natürlich mal simmlische... Nein. Feuerstart natürlich. Das wäre auch was. Aber diese Leute sind mir hier viel zu laut. Wisst ihr das eigentlich? Das geht gerade gar nicht. Du warst nur nicht fertig, oder? Er war fertig. Oh, was für ein Arsch. Hallo, das wollte ich gar nicht. So, können wir jetzt bitte mal mit ihm reden? Ich wollte eigentlich, dass du... Was machst du eigentlich? Wo ist denn deine Freundin hin? Du solltest was mit deiner Freundin machen, mit Sadie. Freundin, nein, ich bin nicht wieder rum. PC, ganz ruhig. Psch. Oh Gott, komm, bitten wir um Feenstaub. Wenn es mal funktionieren würde, gleich. Ey, ich hab dir nichts getan. Bitte funktioniere. Auch wenn mein Hund gerade draußen voll irgendwie rumspinnt, aber... Naja, hallo? Darf ich nicht mit dir reden? Tut mir leid, dass ich die beiden ein bisschen verkuppeln wollte, aber ich finde die beiden ganz süß zusammen. Warum darf ich das denn nicht? Ach, komm schon, bitte, komm schon. Ist es dir zu warm? Ich meine, es sind so 24 Grad oder so. Ich finde, das ist doch, das geht doch noch. Okay, jetzt Feenstaub. Und du, Jess, hier mit deinem Lover reden. Begrüßen. Mary kriegt irgendwie gar keinen. Natürlich traurig. Meine Damen und Herren, ich bitte um Applaus für die Darbietung von Grant. Nein. Ja, gehst du erstmal hin? Jazz, du sollst mit ihm reden, verdammt. Hast du jetzt Feenstaub bekommen? Cool, das zwei. Bei anderen sind bei sich selbst anwenden, weil du so eine dumme Kuh bist. Und dann kannst du es mal spezial theatralisch... oh ja, jetzt bist du natürlich... Nein, nein, du sollst mit dir reden. Ach, komm schon. Nach Sternzeichen fragen. Hallo? Er spinnt schon wieder rum. Ich glaub's nicht. Was habe ich denn bitte getan, dass es so rumspinnt? Eieiei, ist das ein Scheiß. Ey, das ist wirklich kacke jetzt, ne? Ach komm, das ist doch nur Sims. Das kann doch nicht so rumspinnen. Ey. Och. Jetzt hör doch mal. Ich glaube, ich muss gleich mal die Qualität runterschrauben, wenn ich das nächste Mal aufnehme. Ganz ehrlich, so geht das gar nicht. Das ist voll unfair. Ey, komm schon. Noch Sternzeichen. Ich will nur noch Sternzeichen fragen. Danke. So, dann romantisch. Ja, schön, spring rum. So, vielleicht willst du jetzt Blumen, aber ich denke eher nicht. Wir könnten ja noch so ein bisschen kennenlernen. Dann könnten wir noch so ein bisschen über die vielen Errungenschaften reden. Ich meine, das kommt immer gut an. Du laberst immer... Ey, er steht bei Mary. Willst du nicht eher... Ach, komm schon, geh da hin. Auf Darbietung reagieren. Wieso? Ach, Gottchen. Spezial. Komm schon, du bist kokett. Kannst du ihn gleich mal fragen, was Single ist? Du gleich in die Arme springen. Komm, wir springen ihm gleich in die Arme. Komm, spezial. Kokett. In Arme springen. Das will ich natürlich sofort sehen. Wie sie einfach so in die Arme springt. Komm schon. Ja, komm, bist du verheiratet oder so? Das natürlich... Och, natürlich ist den immer wieder damit nicht aufnehme. Ich glaub's nicht. Das ist total unfair. Also die kennen sich nicht mal ein paar Minuten und sie will schon gleich... Was? Er hat keinen Partner. Das ist doch schon mal sehr gut. Und nein, noch nicht. Und da fängt sie auf. Das ist doch richtig. Geh mal näher ans Mikrofon, damit man dich auch hört. Also, hier ist so eine Show, die ist eigentlich voll scheißegal. Ich finde die beiden eigentlich ganz hübsch zusammen. Auch wenn er so eine komische Nase hat, aber... Kannst du seinen Namen auch sprechen? Ich kann irgendwie nicht... Oh, ja. Ich war nah dran. Geben wir ihm irgendwie... Geben wir ihm ein romantisches Rot. Du kannst auch gerne sagen, was mit Titan ist, weil der ist ja... Der gute Junge ist ja von dir, ne? Da freut sie sich. Also meine Schwester hat Titan erstellt. Das sage ich immer bei Sim. Hat er sie jetzt eigentlich angenommen, die Blumen? Ich habe es nicht gesehen. Komm, nach Karriere fragen, das ist auch immer wichtig. Wohin gehst du? Bleib doch bei... Nicht benutzen, bist du doof? Ja, das ist ein dunkelblauer. Ja, was können wir denn noch so machen? Überleben, jemand kommt auch immer gut an. Romantisch. Blumen geben, sie will eben gar keine Blumen haben. Ich habe hier jetzt diese freundlichen gelben, aber irgendwie wie sie die einfach nicht haben. Was ich sehr unfair finde. Romantisch. Blumen geben.
Kostbares Rosa, perfektes Violett, reines Weiß, manches Rot und freundliches Gelb. Ja. Reines Weiß. Ja, was? Aha. Amaris, aber warum es ist, aha. Interessant, interessant. Sie will immer noch keine Blumen. Das war aber auch gelb. Ja, habe ich doch voll schon geklickt, Mensch. Vielleicht will sie eher weiße Blumen. Vielleicht ja, sie will lieber weiße. Aber er verhält sich peinlich. Ah, er verhält sich... Nein, nicht noch mehr Blumen. Wir machen nicht noch mehr Blumen. Wir müssen uns einmal entschuldigen. Einschlagen und dann entschuldigen, so natürlich. Und dann gucken wir mal, wie es bei denen läuft. Die, Was hat er denn da an? Ja, er ist eben aufgetreten, Mann. Auch er mit der geilen Frisur. Flirten von ganz allein. Sie ist natürlich sehr cool. Ich möchte einen Glückszauber, ja, können wir gerne tun. Zukunftsreisen. So, Glückszauber auf... So, was willst du noch machen? Hier, anwickeln, Lautsprecher. Nein, ganz bestimmt nicht. Abkühlen. Das sind doch nur 21 Tag, was... 21 Tag. Grad, was willst du eigentlich? Ja, ein richtig geiles Motorrad-Dingens. Ist das Motorrad? Das ist eine Grußkarte. Wir haben uns halt alle voll drauf, ne? Hast du jetzt schon mal die Lose eingelöst? Ich weiß nicht, wo das geht. An irgendeinem Stand. Ja. Moment. Lose einlosen, lösen. Lose einlosen. Ah, ich bin bei der falschen Seite. Ist das wieder unser Freund vom letzten Mal? Ich glaube schon. Ja, das ist unser Freund vom letzten Mal. Er ist voll cool, Mann. Er ist der King. Mit ihm. Summer Snack Verkaufsstand. Williard. Von Ninjas empfohlen Rauchbombe. Ja, bitte. Oh, das ist ja voll doof. Wir haben... Oh, bei 300 kriegt man... Ein Gnome. Ah, interessant. Sonnenschreckschirm. Aqualiege von Inflato. Regenstopper, wasserfest. Der kleine Wahnsinnig. Was ist das denn? Ist doch alles scheiße. Ist doch alles scheiße hier. Was ist da später noch, wenn du noch sparst? Wasser, Eiswagen, Hufeisenfeld, Gesichtsmalerei, Kabine, Fußballtor. Wir können natürlich... Wo kriegt man die denn nochmal her? Ich glaube, wenn man Spiele gewinnt und so. War nicht mal irgendwo gerade was? Komm, Wassereis. Wir nehmen mal... Oh, Regenbogen. Ich dachte irgendwie, was kann man denn alles für Spiele spielen? Hier gibt's doch gar nichts zum Spielen. Hier Wettessen und so. Ja, das macht natürlich er. Aber er muss ein bisschen dringend auf die Toilette, aber ist doch scheißegal. Ja, so viel Kerl ist natürlich, glaube ich, hier. Nee, hier. Ja, hier. Ich höre immer beeilen, Kleiner. Er möchte unbedingt mit einem Werwolf anfreunden, das kannst du vergessen. Ich darf auch wie so ein Werwolf. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich nur als einen Werwolf mache. Du sprichst hier mit niemandem. Wer ist denn hier ein Werwolf? Bist du ein Werwolf? Jin? Sind verbannt, was ist das denn? Was macht sie eigentlich gerade? Geistergeschichte. Oh, sie... Oh! Sie erzählt natürlich eine Geistergeschichte zu dem Gewinner des heutigen Abends. Oh, oh nein. Sie guckt nicht mal dahin. Was ist gerade passiert? Haben wir eben Klo kaputt gemacht oder so? Na, Mädel? Ja, oh geil. Von diesen Sims. Ah, oh, sie erzählt von Titan. Ich meine, er ist ja auch echt gruselig, finde ich. Jin einmal verkaufen. Ist aber in meinem, ich würde gerade sagen, in meinem Team. Dings hat joined your party. Kann verzaubern oder so. Nicht, das kann man mit der Hexe irgendwann. Gewinne Boys als Freund. Ist mein Verständnis. Was ist denn mit ihm los? Von einem Auto. Er stinkt. Du musst mal ihn unstinkend machen. Ich glaube, oh, wie süß die beiden sind. Ach, sind die... Tschüss, sind die schwul? Ja. Ah. Was, guck mal, unser bester Freund, der... Ich hab's mal vergessen. Hey, was kannst du denn machen? Sie tanzt mit jemand anderem. Ich glaube es nicht. Sie hat jedes Mal einen neuen. Oder ist das Switch? Das ist Steve. Steve, du Penner, ey. Das ist schon der dritte Kerl, der mit ihr rum... Ja, aber er ist eh nicht. Komm, machst du ihn jetzt fertig? Hast du schon mal von mir gehört, ey? Was ist das denn? Sieg beim Simfest. Wie schön für dich. Was bist du so? Tapfer, Genie. Diva. Aha. Was ist er? Ist er ein normaler Mensch? Ich glaube schon. Sehr langweilig. Oh, wie langweilig. Ich mal, was du mit dem machen kannst. Warte mal. Na, ich will auf ihn klicken. Akrobat. Jonglieren. Für Trinkgeld auftreten. Ja, vielleicht tritt er ja dann mit Feuerstab auf, Mensch. Wieso ist dieses eigentlich... Ja, das hat er gemacht. Verdienen wir ein bisschen Geld für uns, das finde ich eigentlich ganz nett. So, mit wem spielst du denn? Mit Titan? Wer ist denn das hier? Wo ist eigentlich dein Freund? Da ist er doch. Red doch mal mit ihm, Mann.
Mitmachen, Schusswechsel liefern. Komm, was kann man denn noch so Lustiges mit dir machen? Zum Beispiel, oh Gott, mit dir kann ich voll nicht lustige Sachen machen. Ja. Ne? Oh, zum Hotdog-Wettbewerb herausfordern. Wir sind schon zum zweiten Mal hier auf diesen scheiß Fest, ne? Ich glaub's nicht. Aber weil immer so viel los hier ist. Los hier ist, hier los ist. So, macht mal. Ach nee, ich wollte nicht schneller. Mach mal, ich spiel mein Spiel mal rum. Wenn du mit dem Kinder kriegst, ne, dann kriegen die eine Schiebhinderung. Ja, das mag ich auch nicht. Oh geil, Steve mag uns voll. Gib uns Geld. Los. Was können wir noch so. Oh, Romant. Was hat er so in seinem Inventar? Du kannst dir doch die Sachen, die er im Inventar hat, schenken. Oh, nichts Tolles. Kann ich nicht, ich kann mir das nicht geschenkt machen. Oh, komm, schenken wir das mal Mary. Ich glaube, Mary hätte nichts zu tun. Ja, hör mal auf, das zu machen und gib ihr mal so ein bisschen die Sachen, die so hier in deinem Inventar hast. Ihr könnt natürlich auch dein Oberstufendiplom abgeben oder der Preis des Schatzes, was auch immer. Oder ein warum hast du einen Regenstopper? Bist du doof? Jeder hat einen Regenschirm, Vanessa. Nein. Wenn es regnet. Nicht so wie du. Die haben ja immer einen dabei. Hä, wieso ich? Was willst du mit mir? Ja, du hast nie einen Regenschirm und dann bist du immer nah. Ja, was soll ich denn tun? Ich fahre auch Auto. So, schenk dir das Auto. Liebes guck mal hier, ein Auto für dich. Dankeschön. Ah, du bist ja so süß, Mensch. Ja, du bist ja toll. Und nebenbei kriegst du nochmal schnell hier, nix. Warum nicht? Was soll sie denn? Achso, nee. So, Grußkartenfoto machen. Ja, mach doch Kissenschlacht. Nee, kannst du mich mal in Ruhe lassen. So, ihr beiden. Jetzt geht's los und alle sind da. Hast du schon wieder einen neuen? Hast du schon wieder einen neuen? Ich glaube es nicht. Er ist der Eigentümer. Der Eigentümer, du kannst natürlich auch in die... Oh, Akrobatik-Karriere. Irgendwie habe ich hier noch... Soll aber irgendwie... Sie? Ich weiß nicht so genau, aber irgendwie... schön für dich. Sollte er... Man kann ja irgendwie nicht... Ich wollte irgendwie mit ihm... Ja. Freundschaftlich begrüßen, bitte mal. Ich möchte nicht mit ihm eigentlich die Akrobatik-Karriere machen. Warte, was gab's noch? Akrobatik, Gesangs... Und Zauberei. Scheiße, ich mag Akrobatik. Was machst du eigentlich die ganze Zeit? Hast du irgendwie nichts Besseres zu tun oder so? Wieso ach, kann er fliegen? Weil, von Jody, sage ich schon. Von Sadie? Ich weiß nicht mehr. Hat sie dieses, Casting musst du machen. Ey! Casting, ich mach, ich glaube diese Folge ist schon viel zu lang. Ach, ich bin beim Falschen. Moment, bin Akrobatik. Achso, ich dachte, du kannst ein Casting machen. Ja, mit dem da. Mit dem, mit dem komischen Kerl da. Bananenbaum? Ja, kannst du hier ernten. Mach. Bananen sind schon ganz cool. Was machst du eigentlich? Du machst Üben und du... Ja, interessant. Also irgendwie sind nicht so wirklich und... Moment, wie nennen wir uns denn? Wiggly der Biegsame. Nein, würfel mal. Oh. Nein. Lipkin der Flexible. Zigurat der Biegsame. Kaliko Langschritt. Nein. Das klingt cool. Peter abgewetzt. Nee, ne? Aber Peter abgewetzt klingt cool. Aber wir es lassen. Ja. So, Peter abgewetzt. Was geht? Spezial hier. Du bist... Du bist ein dumme Kuh. So, was machst du eigentlich immer? Hier, Kompliment. Auftrittsplan. So. Das ist natürlich spannend. Du musst für Trinkgeld auftreten, da unten rechts stehen die Aufgaben. Ja, ich werde erstmal sagen, hier beende ich den Part. Das ist bestimmt schon viel zu schnell. Bist du behindert? Okay, gemein. Du bist zu beleidigend, ey. Ja, warte, das ist voll für eine Diva zu sein, das geht natürlich gar nicht klar. Kämpfen hier, anbrüllen und so weiter. Ey, du scheiß Carl. Ich dachte, du hast Steve. Wo ist Steve hin? Ja, unhöflich. Ja, wenn du so unhöflich bist und ihm kein Kompliment machst, er braucht das einfach, du Dummkopf. Dummkopf. Moment, kämpfen. Hallo, ich will, dass hier endlich aufeinander losgeht, ganz ehrlich. Schlagen. Du stinkst auf Müll, du Penner. Oh nein. Die 4 macht dich fertig. Gott, das ist ja tolles Schlagen. Das ist richtiges Schlagen. Kämpfen hier. Kämpfen. Okay. Schlagen aller Titan. So muss das auch sein. Los, geh richtig auf ihn rauf. Oh, scheiße, er ist auf ihn. Oh, wir verlieren. Wir verlieren sowas von. Ich verliere. Titan hat's drauf. Titan kommt schon. Guck mal, da hinten ist dein Freund. Hilf uns, Penner. Nein. Ich will nicht. Oh, Tai, du bist. Tai. Brüll nicht so ins Mikrofon. Entschuldigung.
Ja. Ja, er freut sich jetzt auch noch. Oh mein Gott, komm. Sich selbst loben, das hast du toll gemacht. Ach, ja. Ja, ich halt, ne? Oh mein Gott, er ist so behindert. Kannst du dann am Ende, das ist ja scheiße. Ja, egal. Ich würde mal sagen, das war's. Ganz ruhig, Titan. Ich würde mal sagen, das war's. Bis zum nächsten Part. Und ciao, Leute. Willst du irgendwas sagen? Tschüss. Noch ein paar Sekunden bis 24 Uhr. Jo, Party. Happy New Day. Tschüss.